morgen früh um 8.20 Uhr steigst du ein in deinen Zug und um 9:30 Uhr bist du da. Ach, am liebsten möchte ich bei deinem Zug Lokomotive sein, dann wäre ich dir schon etwas früher nah. Ach, Luise, könnte ich bei deiner Eisenbahn die Schiene sein, dann wüsste ich auch, dass du sicher fährst. Oder wäre ich vom Bahnhofsvorstand das Trompetelein, dann wüsste ich genau, dass du mich auch erhörst. Oh, Luise, kein Mädchen ist wie diese. Diese Anmut, dieser Charme, dieses Timbre macht mich rasend, ob es Mai, ob Dezembre. Oh, Luise, das bleibt meine Devise. Und legt man dich dereinst zur Ruh, dann legt mich auch dazu. Um dein wasserblaues Auge kontrastiert so futuristisch mit dem juchtenlederfarbenbraunen Haar. Und dein München, ach Luise, wirkt so blass und zart und mystisch wie ein Rosenblatt in einem Waschlabor. Und die Beine, ach Luise, die im sanften Rund sich biegen, nannte ich Romanbeine scherzen, weißt du noch? Denn am Anfang glaubt man immer, dass die zwei sich niemals kriegen. Gegen Ende aber kriegen sie sich doch. Oh, Luise, kein Mädchen ist wie diese. Diese Anmut, dieser Charme, dieses Timbre macht mich rasend, ob es Mai, ob Dezembre. Oh, Luise, das bleibt meine Devise. Und legt man mich der